Eine neue Woche bei Finance TV, zu der ich Sie herzlich begrüße. Hallo und herzlich willkommen bei uns. Eine Woche nach dem Dreijahrestender der EZB, an dem die Banken sich mehr als 500 Milliarden Euro besorgt haben, gehen natürlich die großen Fragen durch den Raum. Ist das monetäre Staatsfinanzierung? Kommt die EZB aus diesem Modus wieder raus? Wir wollen darüber heute sprechen mit Professor Adalbert Winkler von der privaten Business School Frankfurt School und langjähriger Mitarbeiter der EZB. Im Dezember gab es schon mal einen Dreijahrestender der EZB für die Banken. Damals wurden knapp 500 Milliarden Euro rausgegeben an die Banken. Jetzt waren es 530 Milliarden. Hat Sie diese hohe Zahl überrascht? Nein, die Zahl hat mich nicht überrascht, aus zwei Gründen. Erstens mal, es gab hier Vorberichte, wie groß diese Zahl sein sollte. Die waren ja zum Teil noch größer, die Zahlen, die da genannt wurden. Und zum Zweiten, das Angebot war halt so gestaltet, dass es nicht nur für die Banken attraktiv war und notwendig war, die einen Liquiditätsbedarf haben, sondern auch für die, die wirklich was mit dem Geld tun wollen. Damit hat die EZB ja jetzt de facto die Rolle des Bankenfinanziers übernommen, auch im mittelfristigen Bereich, ersetzt viel Kapitalmarktgeld. Sie haben viele Jahre bei der EZB gearbeitet. Wie finden Sie das? Ich finde das richtig, angesichts der Situation, in der wir uns befinden. Es begann alles mit der Subprime-Krise, erinnert sich kaum noch jemand dran, 2007, die dann übergesprungen ist auf den Bankensektor. Zunächst moderat und dann nach Lehman voll. Und dann haben die Zentralbanken in massiver Weise eingegriffen als Lender of Last Resort. In allen anderen Ländern, mit Ausnahme des Euroraums, ist damit die Finanzkrise eigentlich in ihrem Kern vorbei gewesen. Im Euroraum, aufgrund der speziellen Situation, ist es dann aber zu einer Staatsschuldenkrise gekommen, die wir in den letzten zwei Jahren nicht in den Griff bekommen haben. Und da Staatsschulden einen so bedeutenden Einfluss haben auf Finanzmärkte und auch eine so große Bedeutung haben in den Portfolios von Banken und anderen Finanzinstitutionen, hat natürlich das dazu geführt, dass wir im Ende letzten Jahres praktisch wieder einen Rückfluss hatten der Krise vom Staatsschuldensektor zum Bankensektor. Und auf den hat die EZB reagiert. Und da Staatsschulden halt eben längerfristige Anleihen sind, kann man das nicht mit einem Tagestender machen, sondern dann muss man schon mittelfristig reagieren. Und ich glaube, da hat die EZB völlig richtig gehandelt. Aber es liegen ja jetzt schon Zahlen vor, was mit dem Geld passiert, dass das im Dezember an die Banken ausgereicht wurde. Das ist sehr stark von Banken aus den Südländern in Anleihen der Südländer investiert worden. Also de facto mittelbar eine monetäre Staatsfinanzierung. Und das ist verboten für die EZB. Zunächst einmal formal, jeder Tender, seit dem ersten Tender 1999, hätte genutzt werden können zur Staatsfinanzierung. Das heißt, die Banken sind ja völlig frei in der Nutzung der Mittel, die ihnen die EZB zur Verfügung stellt. Von daher kann von einer monetären Staatsfinanzierung durch diesen Tender nicht gesprochen werden. Zum Zweiten, selbst wenn Sie sagen würden, es wäre monetäre Staatsfinanzierung, dann ist die Frage, ist das denn so schlimm? Wir haben ja das Problem auf dem Staatsschuldenmarkt. Ich möchte mal daran erinnern, dass Milton Friedman nun wirklich nicht die Taube unter den Geldpolitikern in der Finanzkrise 1929-33 der FED vorgeworfen hat, dass sie keine oder zu wenig Staatsschuldtitel gekauft hat. Nun ist aufgrund der Situation, die wir in Europa haben, juristisch, aber auch, ich will das mal nennen, ideologisch-politisch, es für die EZB schwierig, etwas Ähnliches zu tun, was die FED oder die Bank of England ja seit zwei Jahren machen. Und da ist diese Maßnahme auf jeden Fall vorzuziehen einer Situation, in der aufgrund eines nicht gelösten Problems auf dem Staatsschuldensektor, dass wir deswegen das europäische Bankensystem verlieren. Das kann die EZB nicht tun, das würde gegen ihr Mandat verstoßen und deswegen hat sie richtig gehandelt. Welche Möglichkeiten hätte denn die EZB, diese Operation schnell wieder zu beenden, wenn es die Verfassung der Banken bessern sollte? Sie kann verschiedene Dinge machen. Eins hat sie ja schon gemacht, das ist ja auch passiert. Andere Formen der Refinanzierung von Banken sind natürlich volumenmäßig zurückgegangen. Und sie könnte, jeder weitere Kurzfristtender könnte sie auf Null fahren, wenn das notwendig sein sollte. Sie kann andere Aktiva verkaufen. Und natürlich, wir haben ja das jetzt in expansiver Weise gesehen, wo die EZB den Mindestreservesatz gesenkt hat. Sie kann natürlich auch den Mindestreservesatz auch wieder erhöhen und auch über 2% erhöhen, also wie er seit 1999 bis 2011 immer gewesen ist. Ich bin der Meinung, wir werden sicher nach der Krise, wenn wir sie denn wirklich dann bewältigt haben, werden wir einen stärkeren Einsatz der Mindestreservepolitik sehen. Aus den Gründen, um halt eben sicherzustellen, dass es aufgrund der Krisenbewältigungsstrategie zu keinen inflationären Effekten kommt. Die Notenbanken haben auf jeden Fall ganz klar das Instrument, das zu verhindern.
Und ich wüsste jetzt nicht, warum Sie das nicht einsetzen sollten. Aber wir wissen ja, wie schnell sich die Märkte an solche Dinge gewöhnen, an eine lockere Geldpolitik, an möglicherweise solche Operationen, wie wir sie jetzt gesehen haben. Es wird ja nicht angezeigt werden, wann die Krise jetzt wirklich vorbei ist. Das ist eine Interpretationssache. Und unsere Befürchtung ist, in dem Moment, wo die EZB sagt, sie fährt diese Dinge jetzt wieder zurück, werden die Märkte möglicherweise panisch reagieren. Und um das zu vermeiden, lässt man diese Dinge ad infinitum laufen. Nein, es ist umgekehrt. Die EZB wird doch diese Dinge erst zurückfahren, wenn sie klare Indikatoren hat, dass das Vertrauen sowohl unter den Banken als auch hoffentlich dann das Vertrauen wieder in Staatsschuldtitel wieder gewachsen ist. Und dann reagiert sie darauf und führt ihre Maßnahmen zurück. Es gibt dann keinen Grund, warum dann plötzlich die Märkte wieder sozusagen in Panik verfallen sollten, weil sie haben ja gerade das Zeichen gegeben, hier, wir brauchen euch nicht mehr Zentralbank. Und dann wird sich die EZB zurückziehen. Und man wird das dann auch in makroökonomischen Indikatoren sehen. Wir werden sehen, dass wir dann einen Aufschwung haben. Wir werden sehen, dass wir in der Inflationsrate an die Grenzen kommen, die die EZB definiert hat als in Einklang mit Preisniveau Stabilität. Und dann wird die EZB handeln. Man darf nicht sagen, nur weil eventuell etwas kommen könnte, was dann, wenn es passiert, schlecht wäre, darf ich jetzt nicht handeln. Das geht nicht. Aber wenn Sie sagen, man wartet darauf, bis der Interbankenmarkt wieder richtig gut funktioniert, da kann man ja eigentlich sagen, das wird noch Jahre dauern, bis es soweit ist. Die EZB muss jahrelang diese Finanzierung übernehmen. Aber das heißt doch dann eben, dass die Krise auch entsprechend lang dauert. Sie beenden ja auch nicht eine Behandlung eines Patienten, nur weil sie lange dauert. Aber wenn die Behandlung lange dauert, dann heißt ja auch, dass all die Gefahren, die thematisiert werden, Inflation, Bubbles und so weiter, die sind ja dann nicht da. Weil wenn Sie in dieser Welt sind, in dieser Bubble-Welt, in der Inflationswelt, dann ist auch das Vertrauen wieder da, sonst würde das ja gar nicht entstehen. Und entsprechend, wir hoffen ja alle nicht, dass es so lange dauert, aber nehmen wir an, wenn es so lange dauert, dann stellt es erstmal aus geldpolitischer Sicht kein Problem dar, weil dann halt eben all diese Gefahren sich nicht materialisieren werden. Ich werde seit 3 Jahren nach Inflationsgefahren gefragt. Aufgrund der starken Expansion der Bilanzen der Zentralbanken, nicht der Geldmengen. Die Geldmenge steigt ja gar nicht. Werde ich seit 3 Jahren gefragt und seit 3 Jahren sage ich, soll denn die Inflation herkommen? Und wenn wir auf Experten gehört hätten, die schon vor 3 Jahren vor Inflationsgefahren gewarnt haben, dann hätten wir sehr wahrscheinlich die Finanzkrise heute noch viel, viel tiefer, als wir sie heute ohnehin schon haben. Klare Position, aber ich lasse Sie noch nicht vom Haken. Ich habe noch 3 Fragen für Sie mitgebracht, die ich bitte sehr kurz zu beantworten. Die erste Frage, hat sich die EZB mit ihrer Bankenfinanzierung zum Erfüllungsgehilfen der Politik gemacht? Nein, sie hat ihr Mandat erfüllt. Nächste Frage, die Ratingagentur Fitch kritisiert, dass damit die schlechten Banken nur länger im Leben erhalten werden. Kreiert die EZB gerade Zombiebanken? Wenn die EZB die Bad Bank der Hyper Real Estate refinanziert, finanziert sie dann Zombiebanken? Sollte sie die nicht refinanzieren? Ich verstehe die Fragen nicht. Ein Lender of Last Resort ist natürlich gerade für die Banken wichtig, denen es nicht so gut geht. Wir brauchen keinen Rettungswagen für Gesunde. Und die letzte Frage, Ausblick auf den nächsten 3-Jahres-Tender, der bald kommen wird, werden die Banken da noch mehr EZB-Kredit nachfragen? Ich weiß es nicht. Das wird von der Situation abhängen, wie sich die Finanzkrise entwickelt. Wenn Sie schon wissen, dass es einen neuen 3-Jahres-Tender gibt, dann wissen Sie mehr als ich. Okay, danke für die klaren Aussagen, Professor Adalbert Winkler und Ihren Besuch bei uns im Studio. Das war's für heute Morgen, ist Matthias Vogt bei uns, der CFO des Pharmaunternehmens Merz, ein spannendes Familienunternehmen. Schauen Sie wieder rein, bis dahin alles Gute und danke fürs Zuschauen.